Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem riesen Unboxing, auf das ich mich wahnsinnig freue. Wir haben ein riesiges Glück gehabt, diese Figur zu bekommen, deshalb ist sie gerade noch ein bisschen abgedeckt. Rocket ist auch am Start, Andy und ich von Mad Dragon Cat Collection sind auch da und wir unboxen heute was ganz Großes, eine 1:4 Figur. Es ist von B-Style. Es ist eine Untermarke von Freeing. Wollen wir es entlüften? Vielleicht sieht man es schon ein bisschen. Es ist Albedo von dem Anime Overlord. Wir lieben diese Figur wirklich sehr. Wir haben das Glück gehabt, diese Figur Occasion, sagt man das so, zu bekommen, zu erhalten. Wir sind sehr, sehr happy darüber. Die ist wirklich, ich habe mich so gefreut, das heute zu unboxen, obwohl das eine riesige Figur sein wird. Es ist die Bunny-Version, natürlich. Wir werden sie uns genau ansehen. Rocket ist auch schon ganz excited und legen wir los. Wow! Oh mein Gott! Erstens mal, sie ist wahnsinnig schwer. Aber sie sieht unglaublich gut aus. Meine Fresse. Ich habe das Gefühl, zum Anime ist die Oberweite ein bisschen mehr als im Anime. Aber wow! Ich brauche jetzt, glaube ich, kurz Hilfe für die Schachtel Pling, zu entfernen. Und dann bekomme ich dann wahrscheinlich noch die Hasenohren. Oh mein Gott. Also allein schon, wie sie hier sitzt, unglaublich. Ich halte sie jetzt mal am Po fest. Könnt ihr sehen, wie toll die aussieht? Wow! Also das Gesicht, wow! Ich weiß nicht, wie ich sie halten soll. Das Gesicht sieht unglaublich schön aus. Wirklich unglaublich. So dass dieser scheue, hilfesuchende Blick ein bisschen. Wirklich, wow. So. Versuche sie da kurz einzufangen, richtig. Richtig tolles Gesicht. Die Hörner sind wunderbar. Hier oben haben wir die Aufsätze, wo wir dann die Ohren nachher ran machen. Hier hinten kommen die Flügel, hier hinten kommen die Flügel hin. Dieser Straps Body sieht sehr gut aus. Sehr, sehr schön. Hier schön die Straps Halter. Dann hier der Strumpf und das ist echter Stoff, echter Strumpf. Wow. Schuhe passen zum Body, sehen auch sehr gut aus. Die Haare, wow, krass. Sehr, sehr schön. So, ich fange mal, glaube ich, mit den Ohren an.
habe richtig Angst, irgendwas kaputt zu machen. Ja, es passt halt einfach. Das ist halt schon, wenn alles einfach passt. So. Top. Gut. Ich glaube, hierhin kommt dann der, wie sagt man das oft in den Animes, der Idiotenzipfel. Habe ich jetzt schon in vielen Animes gehört und gesehen. Ja, das könnte ein Idiotenzipfel geben. Hohoho. Jetzt sieht sie noch viel toller aus. Wow. Seht ihr euch an. Jetzt mit Bunny-Ohren. Sieht das nicht einfach klasse aus? Oh mein Gott, diese Figur ist der Wahnsinn. Wir hatten solches Glück. Super. Jetzt fehlen die Flügel noch. So, zwei riesige Flügel. Muss ich mich kurz orientieren. Ich glaube, die kommen so hin, gerade so. Sonst werde ich bestimmt gleich korrigiert. Okay, da muss ich auch zuerst wieder was rausnehmen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, aber es kommt gut. Habe ich sie richtig rum oder kommen sie so? Ne, so. So. Ja. Okay. Ich glaube, die macht man laut Bedienungsanleitung erst dran und dann kommt der Kopf erst drauf. Ich glaube, dafür muss ich den Kopf wegnehmen, damit ich die Flügel dann so um sie rumnehmen kann. Okay. Ich hoffe, das geht einfach. Ich habe Angst. I'm scared. Es kommt schon raus, aber ich habe trotzdem Angst. Gut. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Jetzt können wir die Flügel, glaube ich, besser befestigen. Vielleicht auch nicht. Es kommt so um sie rum irgendwie. Ich muss dazu sagen, ich bin ein kleiner Tollpatsch und mein Mann schwitzt gerade 1000 Tote hinter der Kamera, weil er sieht, wie ich versuche, diese Flügel anzumachen. Ich glaube, für ihn ist das gerade ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ich bin vorsichtig, ich gebe mir richtig Mühe. Hat geklappt. Flügel 1.
kann nicht mehr viel schief gehen. Wenn ich meinen Mann jetzt sehen könnte, das ist, es tut mir so leid. Nehmen wir zuerst wieder dieses Ding hier raus. So, ich schaue jetzt ganz genau, welches Loch, wie das aussieht, dass ich das wirklich richtig reinbringe. Kommt das unter oder über den Arm? Ich glaube unter. Ja. Nein, über den Arm. So. Die Gefahr ist noch nicht vorbei, der Kopf muss wieder rauf. Andi ist unglaublich erleichtert. Er hat so richtige Schweißperlen auf der Stirn, weil er solche Angst um Albedo hat. In meinen Händen ist das manchmal, ich verstehe das ja. So, wow. Nichtsdestotrotz, diese Figur ist der absolute Wahnsinn. Oh, die ist schwer, wie Sau jetzt. So, ich versuche sie jetzt mal so zu zeigen. Das schon, grenzt schon fast an Krafttraining. Wow. Die sieht unglaublich gut aus. Und groß, sie ist riesig. Und man sieht halt, also man merkt halt die Qualität total. Es fühlt sich wertig an, es passt alles wunderbar. Sie sieht unglaublich gut aus, also wirklich, wirklich gut. Die Kleider sehen aus, als wären sie wirklich da angezogen worden. Die Strümpfe sind aus echtem Stoff, was das Ganze halt nochmal wertiger macht. Wie sieht eigentlich der Hintern aus? Sieht einfach gut aus. Sieht einfach klasse aus. Wow. Ich bin absolut, absolut begeistert von dieser Bunny-Figur. Danke, Freeing, danke, danke, Bee. Nicht Bee-Style. Ja, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ich habe es vorhin mal gesagt. Ich finde es Wahnsinn, diese Figur ist der absolute Wahnsinn. Die ist riesig, riesengroß. Die Base sind eigentlich sozusagen die Haare mit der Hand zusammen. Sieht einfach nur klasse aus. Wirklich, wirklich schön. Die wird bestimmt einen Ehrenplatz bei uns kriegen. Ich weiß noch nicht gerade wo, aber das gibt einen Ehrenplatz. Auf jeden Fall. Albedo, Andi und ich verabschieden uns jetzt von diesem Unboxing. Es war wirklich, oh mein Gott, so schön. Sieht wirklich klasse aus. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und Matt, Dragon Cat Collection und Andi, das heißt Andi und ich, wir verabschieden uns und wünschen allen einen ganz schönen Abend. Tschüss!